Ich war doch schon längst weg. Keine Ahnung, du hast auch Augen im Hinterkopf, ne? Ja, hallo, liebe Gefängnisfreunde, ich bin Satenshi und wir spielen The Escapists. Und wir haben ja letztens, haben wir ja mitbekommen, dass wir hier ja, ein bisschen Dirt dabei haben. Und das werden wir jetzt einfach hier beim Nachbarn runterspülen, am besten mit einem Kissen zusammen. Und hey, wie wär's denn damit noch? Geht nicht mehr. Egal, lass ich drin. So, und ja, jetzt muss ich erstmal schauen. Irgendwie werde ich nicht durchsucht. Das ist ein bisschen blöd immer. Das mag ich nicht. Und Lucky Winners und Mark und Erwin. Ha, kein Problem für mich. Und ich habe jetzt mal schnell geschaut. Wir haben ja... Oh, Duct Tape wäre natürlich nicht schlecht zu haben. Weil Duct Tape ist immer nicht schlecht. Aber ich habe, glaube ich, ein bisschen was davon schon rumliegen. Brauche ich nicht unbedingt kaufen. Ich habe mal geschaut, weil wir haben eine ganz normale Schaufel und ich finde es interessant, das ist ja eine ganz normale Schaufel, keine Sturdy, keine Flimsy oder so, das ist eine ganz normale Schaufel. Ja, und dementsprechend kann man die, glaube ich, auch nicht mehr verbessern. Also dementsprechend, wenn die dann kaputt ist, ist die kaputt, dann müssen wir uns irgendwie eine neue besorgen. Aber ich habe mal geschaut, wir können uns eine Pickaxe theoretisch basteln, wenn ich noch irgendwo ein Stück Holz rumliegen habe. Ich bin mir dann nämlich nicht so sicher, ob ich ein Stück Holz rumliegen habe. Dann könnte ich mir nämlich aus die Pfeile, die ich noch oben im Schacht habe, und Holz und brauche ich Duct Tape dafür? Ne, eigentlich bloß Pfeile und Holz. Dann kann ich mir so ein Werkzeug, eine Werkzeughändel, also so ein, ja, so ein Griff basteln. Und dann damit kann ich dann mit einer Crowbar, und ich habe ja oben noch eine Crowbar rumliegen, wenn ich mich nicht irre, da kann ich mir dann wunderbar und Duct Tape zusammen kann ich mir dann eine flimsy Pickaxe basteln. Und wenn die dann fast kaputt ist, dann hole ich mir nochmal Timber und noch ein Duct Tape und kann die wieder verbessern. So, Metal Shop, aber wir schauen mal schnell. Bottle of Sleeping Pills, okay. Na, das wäre doch eine gute Idee, weil die Pick, also die Axt, ja, das scheint anscheinend noch eine krasse Sache zu sein. Aber hey, wir versuchen es mal mit dem Tunnel, jetzt wo ich endlich wieder graben kann. Weil das war ja ein bisschen nervig beim letzten Mal, dass ich das mal einfach nicht graben konnte. Weil einfach da irgend so ein Bug war. Ich finde das ja echt cool. Da hat das jetzt wenigstens etwas Positives mal gebracht, hier mit der ganzen Sache neu aufsetzen. Abgesehen natürlich davon, dass ich jetzt eine bessere, also zwei Festplatten habe, eine SSD und eine HDD, die auch noch größer ist als meine letzte. Also ich habe momentan nicht mehr so das Problem mit den ganzen Aufnahmegrößen. Weil das war ja immer recht interessant, wie wenig Platz man noch hatte. Immer nach den Aufnahmen. So, eine noch, danke. Sind wir damit fertig und können uns jetzt darum kümmern, irgendwo noch Duct Tape, Crowbars, bräuchte ich vielleicht Timber, wäre nicht schlecht. Aber ob hier irgendjemand Timber hat von den ganzen Leuten, vielleicht hat ja Marmo eins. Nein, Marmo hat nichts, was man gebrauchen könnte. Und der Pascal vielleicht hat ja auch nichts. Na, gucken wir mal die direkten Nachbarn von uns an. Neo, der hat doch immer was Gutes bei sich. Nee, also nicht. Nur was, um jemanden K.O. zu schlagen. Aber das brauche ich nicht jetzt unbedingt. Mal da ein schönes Loch. Ist das nicht ein schönes Loch? Und das Problem ist natürlich, wir brauchen sehr viel Holz. Dementsprechend bin ich am Überlegen. Also Folie brauchen wir. Und wir brauchen einen neuen Beruf. Wir brauchen, wir müssen schauen, dass wir einen neuen Job kriegen. Und zwar, ach, leider ist es nicht frei, Woodshop. Weil da können wir mehr an Holz rankommen, weil wir brauchen wahrscheinlich dann mehrere von diesen, von den Dingern hier, von den Timber Prays. Ja, die brauchen wir wahrscheinlich mehrere davon und dementsprechend kann ich schon mal Folie sammeln, weil mit Folie kann man ja dann diese Schmuggelpakete bauen. Wir müssen ja das Holz da irgendwie wieder rauskriegen. Oh, ein Crafting-Rezept. ID-Papers? Was? Ach so, ja, das habe ich auch schon gelesen. Exotische Federn, Ink und unsignierte ID-Papers. Dann kann man sich irgendwie ID-Papers basteln. Aber ich glaube, das geht noch nicht so richtig im Spiel. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Eine Waffe. Naja, komm, nehmen wir sie mit. Ich meine, ist ja kein Problem. So, die interessieren sich hoffentlich nicht für mich. Der sieht mich nicht. So, ach, jetzt hat er mich doch noch gesehen beim Rauslaufen. Was hat denn der Schönes dabei? Nichts Interessantes. Rollcall. Der sieht mich doch nicht. Der sieht mich auch nicht. Oh, noch ein Rezept. Oh, eine Pfeile. Schön, schön, schön. Lightweight Cutter. Wie man einen Flimsy Cutter bastelt. Also, wie man das bastelt.
Geil, ne? Ich finde nur gute Sachen gerade. So, aber... Also damit kann ich auf jeden Fall ein Händel basteln. Das ist sehr gut, weil ich muss ja irgendwann noch eine neue Schaufel basteln. Da brauche ich auch noch mal ein Händel. Also es ist ganz gut, jetzt schon mal zwei Pfeilen zu haben. Aber Holz fehlt ein bisschen. Ja, habe ich den erstmal einen Daumen nach oben gegeben. Folie für... Was brauche ich denn für die Folie? Ich schaue mal kurz nach. Folie, Folie, Folie. Na, wo haben wir denn? Da. Eine Folie und ein Duct Tape. Okay, also Duct Tape brauchen wir sehr viel. Also... Wir haben jetzt schon... Ich glaube, ich habe irgendwo nochmal Folie liegen. Wir haben, glaube ich, schon zwei von diesen Folien. Ach komm, ich nehme noch eine dritte mit. Man kann nie wissen. Und der hat auch noch ein bisschen was. Oh, eine Crowbar. Wäre natürlich nicht schlecht für eine weitere Pickaxe. Aber ich weiß nicht genau, ob ich es wirklich brauche. Lassen wir es erstmal. Eine Pickaxe kann ich ja schon basteln. Gibt es eigentlich in der Mitte des Tages auch Wool Calls? Ich hoffe ja mal nicht. Außerdem muss ich meine die Ware mal verstecken. Und irgendwo mal die ganzen legalen Waren aus meinem... Hier, das ist ja mein Hauptversteck. Da werde ich jetzt mal die ganzen legalen Waren rausholen und nur illegale reinlassen. Okay, das heißt, rein, rein, rein. Und raus, raus, raus. Brauchen wir alles nicht. Ein Magazin, da kann man sich irgendwann mal ein Poster basteln, ist ganz wichtig oder ganz witzig, das zu behalten. Okay, da haben wir jetzt schon mal hier das Zeug. Irgendwo habe ich da noch Duct Tape drin. Ich glaube, hier bei dem habe ich Duct Tape reingeschmissen. Jein. So, dann war das hier bei dem vielleicht. Ne, das Sapros Desk. Sag bloß, mein Duct Tape ist nicht mehr da, wo es sein sollte. Oder habe ich es schon geholt gehabt? Ich weiß es gar nicht. Ist aber nicht mehr da, nicht mehr da. Na gut. Suchen wir weiter nach schönen Sachen, die wir gebrauchen könnten. Fleisch kann man auch gut gebrauchen. Zumindest, wenn man vorhat, abzuhauen. Weil mit diesem Fleisch kann man seine Energie wieder regeln. Eigentlich kann man auch mit Schokolade seine Energie wieder hochregeln. Das heißt, wenn es mal eine lange Nacht werden soll, wo man viel machen muss, dann kann man das gut gebrauchen eigentlich. Das Essen... Ich schau mal kurz in meinen eigenen Desk, weil wir sind so viele von denen Mist hier, das brauche ich nicht. Genau wie die... Naja. Ich weiß nicht, ob ich diese Spoons brauche. Wenn ich mal viel dicken muss, vielleicht... Ein Pillow brauche ich auf jeden Fall nicht. Essen kann nur mal drin sein, das ist okay. Komm, alles weg damit erstmal. So. Ich habe ja letztens hier geschaut, da war ich unten auch schon am Schauen. Ich weiß es gerade gar nicht. Na, keine Ahnung. Ich gehe weiter runter. Bin ich auf der sicheren Seite. Hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Ich war doch schon längst weg. Kayano, du hast auch Augen im Hinterkopf, ne? Schlimm sowas. Hier, ich müsste mich eigentlich mal durchgraben. Ja, da war jetzt Clou drinne. War gut für Pappmaché, aber momentan brauche ich kein Pappmaché. Und wenn man mal denkt, wie viel von dem Zeug hier überall rumliegt. Ich meine, wenn man es braucht, dann gibt es das natürlich nicht, aber... Schwein gehabt. Ah, Timber, perfecto mundo. Das ist super gelaufen gerade, dass ich jetzt Timber gefunden habe. Ausgerechnet jetzt habe ich Timber gefunden. Perfekt. Hallo, Officer Edison. So, ganz schnell. Und bastel ich auch gleich mal. Moment, ohne das. So. Two-Handle. Sehr schön. Nehmen wir uns in der Nacht wieder mit. Und dann können wir da unsere erste Pickaxe basteln. Ja, ich bin doch schon unterwegs, Leute. Leute, macht euch doch mal nicht immer solche Gedanken. Ey, du, verkaufst du mir was Gutes? Timber, Ufe 10 bloß. Das kaufe ich mir gleich. Timber können wir nämlich immer gebrauchen jetzt. Bis ich den neuen Job habe, da muss ich... Oh, Entschuldigung, falsche Taste. Ja, Duct Tape brauchen wir jetzt aber auch ziemlich viel, so wie ich das mitbekommen habe, weil wir müssen ja immer, um was zu... Die Schaufeln und Pickaxen aufzuwerten, brauchen wir auch... So, jetzt muss ich mal kurz gucken hier. Wo ist er denn jetzt? Ich erwische den jetzt natürlich nicht. Der genau... Na, muss ich warten. Ah, hier kann ich wieder nicht kaufen. Ja, ist das gewesen, ne? Nein, der hat schon wieder andere Angebote. Ich glaub's ja nicht. Na, okay.
Hat sich das auch erledigt. Aber eine Crowbar könnte ich... Nee, brauche ich nicht. Aber Holz brauche ich. Holz, 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 Holz. Tausende Holzsachen. Denn mit dem Holzdingern kann ich ja auch... Na, Sheet of Metal könnte ich auch gebrauchen. Ja, stimmt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel ich von den Spitzhacken brauche, ne? Weil rein theoretisch bräuchte ich auch Sheet of Metal, um die Schaufeln abzugraden. Dementsprechend wird sich da, glaube ich, sogar lohnen, auch meinen Job zu behalten und dementsprechend dann Eisenplatten zu schmuggeln. Mit den Schmuggelbeutel. Na? Na, hab ich recht oder hab ich recht? Aber in der Nacht jetzt werden wir auf jeden Fall diesen komischen Steiner zerhacken. Und ja, das wird cool. Ja, und dann hoffe ich doch, dass wir langsam rauskommen. Na, Erwin, was bietest du an? Na ja, gut. Ist okay, vielleicht soll ich, bevor ich das Angebot hier nicht annehme, noch schnell mal schauen, was ich so in meinen Lüftungsschächten habe. Um zu gucken, ob ich wirklich eine Crowbar habe. Crowbar, Crowbar, Krautbar, Kraut mit Sauerkraut, ja, habe ich. Ein Sheet of Metal habe ich auch, oder Sheet of Metal habe ich noch. Das ist super. Dann wird die Nacht wird sehr lustig. Ich glaube, da nehme ich auch noch ein bisschen was zu essen mit heute Nacht. Und ein Duct Tape brauche ich noch, weil ich sehe gerade... Ne, warte mal, erstmal ein Duct Tape. Mal, habe ich oben noch ein Duct Tape liegen? Ne, zwei habe ich noch liegen. Das heißt, ich kann einmal eine flimsy Pickaxe basteln. Mit der Crowbar und den Duct Tape und den Händel, den ich noch hochholen muss nachher. Und ich kann, wenn es sein muss, noch die Schaufel mit dem hier und noch ein Duct Tape verbessern, sodass sie nicht kaputt geht. Das ist sehr wichtig. Ich muss aber, wie gesagt, das Händel ein bisschen nach oben holen dann. Und noch vielleicht noch ein bisschen was untersuchen hier. Hallo, Officer Kayano, na, wie geht's dir? Nur Mist. Was hat der ja? Der Erwin? Kayano schon wieder. Ja, muss ich aufpassen. Und da kommt Tobi. Und Edison. Lass mich doch mal jetzt hier rein. So, jetzt schnell gucken. Gucken, 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 gucken. Magazin. Okay. Genug gesehen. Okay. Dann hole ich jetzt meinen Händel, oder? Na? Ja doch, ich muss es ja langsam mitnehmen. Langsam muss ich es mir holen. Da, ach, ein Duct Tape habe ich auch noch dabei. Und die Folie. Nein, die Folie kann ich hier unten lassen. Die muss ich nicht mitnehmen. Ich habe auch nicht gesehen, was man mit den... Ach, man kann sich mit einer Batterie und Wire und Screwdriver einen automatischen Screwdriver bauen. Ah, ist natürlich auch ziemlich cool. Aber der ist wahrscheinlich auch bloß gut in Schrauben. Und so viel Schrauben muss ich ja jetzt nicht mehr. Aber automatischer Schraubenzieher, geile Sache. Ja, eigentlich bin ich jetzt bloß noch am Rumwarten, weil ich will auch die illegalen Sachen, die werde ich natürlich nicht in mein Desk schmeißen. Wir sind ja clean. Also wenn jemand meine Zelle durchsucht, hier ist ja nichts. Außer hinter der Wand vielleicht ein bisschen was. So, das wird jetzt eine sehr interessante Sache, weil ich jetzt oben die Crowbar runterholen muss. Mal schauen, wie wir das dann hinkriegen. So. Das ist immer ganz witzig, ne? In dem Spiel geht es ja irgendwie erst nachts richtig los, weil dann haben wir was zu tun. Aber wir haben den Tag ja auch so rumgekriegt. Time, do your call. Ja, komm, mache irgendwas. Bitte nicht ich. Bitte nicht ich. Nein, Tenchi und Cyril. Das heißt, ich glaube, ich habe jetzt eine schwierige Nacht. Ich weiß es nicht genau. Es kann sein, dass da jetzt mitten in der... Ah, ich weiß es halt nicht. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob die jetzt mitten in der Nacht bei mir einfach reinkommen und durchsuchen. Das wäre natürlich blöd. Aber irgendwann müssen sie es doch machen, oder? Wenn der mir sagt, ich mache jetzt hier einen Rollcall, ich schau mal rein, dann müssen sie es doch irgendwann jetzt machen, oder? Ich weiß es gar nicht. Ist auf jeden Fall interessant, weil wenn ich jetzt hier außersehen, dann... Ne? Wird schwierig. So.
Achso, machen wir erstmal so. Na? Was ist los? Geh. Oh Gott, ich habe so eine Angst. Schnell hoch. Abmachen, rein und zumachen. Okay, das hat schon mal gut funktioniert. Brauche ich, brauche ich, brauche ich und brauche ich auch. Nein! Aber ich kann, glaube ich, hier schon mal basteln. Das, das und das. Pickaxe, perfekt. So. Cutting Floors brauche ich nicht. So, jetzt die Frage, komme ich jetzt hier runter, ohne dass ich jetzt gleich hier sterbe? Oder ich muss mal kurz so machen. Dann nehme ich das hier auf, nehme das auf, schmeiße das mal kurz weg. Das wird nicht viel bringen. Also die 5 wird es werden, oh Gott, die 5. So, mal, oh, ich muss jetzt wieder mich aufrichten, damit ich ein bisschen was sehen kann. Die 5 also. Nein! Shit, 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 shit! Alter, wieso nimmt denn der auch immer irgendwie den ganzen Mist hier auf? Oh Gott. Kriegt man ja Angstzustände hier, ey. Okay, dann gissen mal wieder da rein. Essen nehme ich einfach mal mit. Na gut, kann ich jetzt nicht mitnehmen, weil ich brauche den Platz für das Poster. Ach, beziehungsweise mache ich das ja eh wieder hier rein. Ich warte noch kurz, bis der vorbei ist. Bis der auch noch vorbei ist. Komme schon 1 Uhr morgens. Huch. So, dann schmeiß, hol ich mir schnell das Essen wieder raus. Na. Ach, was soll's. So. Okay, dann brauche ich noch die Leiter. Also Inventar voll gleich. Das heißt, ich muss irgendwas hier liegen lassen. Machen wir so. So, meine Pickaxe. Zeig mal, was du kannst. So, 84. Okay. Das kriegt man hin. 60. Nein, die Pickaxe wird mir doch nicht etwa kaputt gehen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das läuft alles super. Okay, perfekt. So, jetzt ist die Frage, muss ich jetzt schon den hier aufbauen? Ich glaube einfach mal, dass ich das machen muss. Und dann bohren wir mal weiter. Ich muss aufpassen, 30. 25, also 5% geht nochmal weg, okay. Muss ich ein bisschen aufpassen, 15. Oh, schon wieder offen. Ja, da kann ich jetzt, glaube ich, eh noch nicht weiter basteln. Inventar ist voll. Kein Problem. Schmeiß mal weg. Einmal will ich jetzt noch machen. So. Und dann gehen wir basteln. Das, das und das. Was? Ach, das ist eine Drovel. Stimmt ja, ich muss ja eine komplett neue bauen, weil das ist ja eine Drovel und keine Shovel. Das heißt, ich muss ja erstmal vorher noch ein Dings bauen. Ich Idiot. Ich muss ja vorher noch eine Toolhandle bauen. Okay, das ist okay. Dann dicke ich die jetzt noch zu Tode. So, ist zu Ende tot. Dann mache ich die Pickaxe schmeiß. Nein! Was? Nein, was ist denn das für ein Bug? Was ist denn jetzt passiert? Nein! Jetzt muss ich mit meiner... Hä, warum ist denn jetzt der Dreck hier auf einmal? Boah, Alter, habe ich jetzt erschrocken. Oh, was war das denn? Was? Ist das der Müll, der hier runtergefallen ist, oder wie? Boah, was war das denn? Oh, Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Nee, ganz ehrlich, ich habe mich da richtig erschrocken jetzt. Ich dachte echt, jetzt war's das. So, jetzt muss ich nämlich ganz schnell hier auch wieder zurück. Na, komm, nach oben laufen. Oh, denn die Nacht ist bald vorbei. Oh, oh. Hä? Oh, oh. Oh, da hat nichts gesehen. Oh Gott. Boah. Gut. Huh. Das heißt, wir müssen noch eine Toolhandle bauen. Das heißt, wir brauchen nochmal irgendwo... Ah, ich hatte doch Holz gefunden. Ich habe doch Holz, glaube ich, oben drauf gehabt. Moment mal. Schau mal kurz. Nee, ich hatte doch kein Holz mehr. Okay. Ja, dann müssen wir uns Holz holen.
und basteln wir uns noch so ein Händel und daraus bauen wir uns dann eine wunderschöne Schaufel und mit der können wir auch schön weiterschaufeln. Gleichzeitig brauchen wir aber Holz, Holz und noch mehr Holz. Ich glaube, Holz wird, glaube ich, wichtiger sein als das Metall. Dementsprechend werde ich mal versuchen, einen anderen Job zu kriegen. Ja? Okay, machen wir das so? Gut, dann würde ich sagen, ich war der Tenchi hier von The Noobs Kanal. Wir sehen uns dann einfach mal so beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.